Hallo lieber Schütze und willkommen zu deiner Tarot-Kartenlegung für Mitte Dezember 2023, also auch für die zweite Monatshälfte. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe. Es passt natürlich auch nicht für jeden Schützen und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Ja, und ich ziehe auch gleich eine Orakelkarte für den Schützen. Und ich habe hier den Sternfisch gezogen, die Intuition. Und der Sternfisch sagt, höre auf die Wahrheit deiner Seele und du sollst weniger denken und mehr fühlen. Ja, es geht also darum, dich mit deinem Bauchgefühl zu verbinden, dich mit deiner Intuition zu verbinden. Und ich schaue auch gleich noch nach einer Botschaft der Mondkarten für den Schütze. Die Mondkarten sagen, dass eine persönliche Angelegenheit eine Lösung findet. Das ist immer eine sehr schöne Karte. Die Karte hier ist im Sternzeichen des Krebs. Und der Krebs ist ja auch ein sehr fühlendes Zeichen. Von dem her würde ich sagen, wenn du deiner Intuition und deinem Bauchgefühl folgst, dann kannst du hier irgendeine persönliche Angelegenheit klären. Noch ja, Mitte des Monats, beziehungsweise diese Legung hier, die ist ja auch die letzte Legung für dieses Jahr, für diesen letzten Zeitraum im Dezember und zeigt eben auch nochmal etwas, was wir in diesem Jahr noch abschließen dürfen. Wir schauen weiter in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Wir haben hier die Klarheit liegen und die Klarheit entstammt deiner Intuition, dem, was der Sternfisch hier zeigt. Ich ziehe auch gleich noch eine weitere Karte und schauen, dass wir diese erste Karte für den Schützen nochmal klären. Der Genuss, die Freude. Also ich habe hier so das Gefühl, dass diese Klärung einer persönlichen Angelegenheit, diese Klarheit in Bezug auf ein bestimmtes Thema bewirkt, dass dir wie ein Stein vom Herzen fällt. Ja, also ich fühle hier, dir fällt wirklich ein Stein vom Herzen. Und diese Klarheit, die hier reinkommt, die geht einher mit ganz viel Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit macht es dir möglich, dass du einfach auch wieder zufriedener bist, mehr Freude am Leben hast, die Dinge leichter gehen. Ja, also ich fühle hier so Erleichterung und Zufriedenheit. Ja, und die geistige Welt sagt, das ist jetzt einfach an der Zeit, es ist an der Zeit, dass diese Situation geklärt wird, ja, und zwar für alle Beteiligten, nicht nur für dich. Und ja, ich sehe hier wie so eine glückliche Fügung, die dir auch ganz viel Trost bringt, ja. Also ich sehe hier einen Impuls, dass etwas, was schwierig war, auch einfach heilen darf, ja. Und hier ist eben ein grundlegender Wechsel, eine grundlegende Veränderung, ja, die dich vom Schatten ins Licht führt und ja, die dich eben auch wieder Leichtigkeit empfinden lässt, Glück empfinden lässt. Und du findest hier eben auch Trost, ja. Es mag sein, dass hier ein bisschen was weggeht, es ist aber auch noch ganz viel da. Und für dich ist es einfach wichtig, dass diese Situation geklärt wird, ja. Ob du jetzt, ich sag mal, wie du aus dieser Situation herausgehst, ist gar nicht so entscheidend. Ja, was ich hier sehe, ist,
dass eben schon ein kleiner Verlust da ist, dass aber auch noch ganz viel bleibt. Ja, und ob du jetzt im Endeffekt mit 3 umgeworfenen Kelchen aus der Situation herausgehst oder mit 2 umgeworfenen Kelchen rausgehst, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass dieser Zeitpunkt da ist, wo sich die Situation zum Guten wendet, ja, wo Licht ins Dunkel kommt, wo du einfach merkst, jetzt ist so dieser Zenit erreicht, ja, wie wenn es so nach unten geht und wir erreichen den Neumond, dann geht es nicht mehr tiefer und dann ist dieser Kehrtpunkt erreicht, an dem es wieder nach oben geht. Und das ist das, was ich hier sehe für den Schützen im Dezember. Ja, und ich habe wirklich das Gefühl, dass dir hier noch nicht mal so ein Stein vom Herzen fällt, sondern mehr so ein riesen Felsklumpen vom Herzen fällt. So fühlt sich das für mich an, ja. Und wie gesagt, ob der Verlust jetzt ein kleines bisschen kleiner oder ein kleines bisschen größer ist, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass der Punkt erreicht ist, an dem es wieder aufwärts geht. Und von dem her, je nachdem, wie sich diese Situation klärt und löst, ist es gar nicht so wichtig, dass du, also was die geistige Welt hier sagt, ist, sei kein Pfennigfuchser, ja, sondern schau einfach, dass diese Situation geklärt wird und konzentriere dich mehr auf das, was dich heilt, anstatt irgendwo so in der einen oder anderen Angelegenheit oder im einen oder anderen Aspekt da noch recht zu bekommen, ja. Das ist gar nicht ausschlaggebend, das ist ausschlaggebend, dass es wieder aufwärts geht, dass sich die Angelegenheit klärt, dass dir dieser Felsklopf vom Herzen fällt und dass es sich einfach wandelt, dass es wieder aufwärts geht, zum Licht geht. Und ich sehe hier auch den Ausgleich. Also was auch immer du hier verlierst, das Leben gibt es dir auf die eine oder andere Art und Weise zurück. Vielleicht nicht sofort, vielleicht braucht es ein bisschen, ja, aber auch wenn du hier, wie gesagt, eine Kleinigkeit verlierst, es ist völlig egal, ob es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger ist, ja. Hauptsache, diese Angelegenheit wird geklärt und es geht wieder aufwärts und für dich auch in die Klarheit, dass du diese Situation aus dem Kopf kriegst, ja. Weil wenn wir in der Klarheit sind, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr um etwas machen. Dann haben wir wieder Kapazitäten für andere Dinge in unserem Leben frei und können uns einfach darauf konzentrieren, dass es aufwärts geht, dass wir Trost finden, dass die Dinge heilen, ohne uns in den Details zu verstricken. Ja, verstrick dich nicht in den Details. Das ist das, was die geistige Welt meint, wenn sie sagen, sei kein Pfennigfuchser und hab Vertrauen, dass sich das Blatt wendet und dass das, was du verloren hast, auch wieder zu dir zurückkommt. Und zum Abschluss ziehe ich auch für dich noch eine Engelbotschaft für diesen letzten Zeitraum in diesem Jahr. Und ich habe hier die Indigo- und Kristallkinder. Erzengel Metatron, du hast einen guten Draht zu Kindern. Du kannst vor allem Kindern helfen, die besonders empfindsam sind. Und ja, das kann natürlich immer die Kinder betreffen, wenn du Kinder in deinem Leben hast. Vielleicht hast du eigene Kinder, vielleicht hast du Enkelkinder, vielleicht hast du im Freundeskreis Kinder. Und wenn du sagst, das trifft alles nicht zu, dann kann das auch diesen kindlichen Anteil in dir betreffen, ja, der eigentlich viel lieber spielen will, als sich mit dem Ernst des Lebens zu beschäftigen, und kannst einfach dann auch dieser verspielten Seite wieder mehr Raum geben, weil dein Leben einfach leichter wird. Ja, lieber Schütze, soweit deine Botschaft für diesen letzten Zeitraum in diesem Jahr. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und ab dem 25. Dezember bis zum 5. Januar gehen wir wieder durch die Rauhnächte, die 12 heiligen Nächte. Und neben dem Orakeln bei Sonne, Sand, Meer, Tarot
gibt es auch die Möglichkeit, in den Rauhnächten zu meditieren. Und diese Rauhnächte, die sind einfach eine Zeit der Reflexion und der Innenschau. Jeder Tag hat ein eigenes Thema und entspricht einem Monat im kommenden Jahr. Und es gibt viele Meditationen und viele davon habe ich in den letzten 20 Jahren lernen dürfen. Und der Weg hat mich durch viele Stilrichtungen und Schulen geführt. Und einige davon habe ich für euch aufgenommen in 12 Meditationen der heiligen Nächte, der 12 heiligen Nächte, die uns eben vom alten Jahr ins neue Jahr schreiten lassen, die uns helfen, das Alte loszulassen und das Neue in Liebe zu empfangen und zu umarmen. Und wenn du daran Interesse hast, dann findest du den Link zu den Meditationen der Rauhnächte mit mir unter dem Video. Alles Liebe!